Die Herzen. Oh ja, stimmt. Danke. Stufe 22 und... Warte, ich hatte noch irgendwas, mit dem ich angeben wollte. Achtung, der kommt flach. Was macht ein Konditor ohne Arme und Beine? Pause. Rumkugeln, ja. LOL. Warte, was? Die Nurse hat sich die Map gewünscht. Die hat wahrscheinlich ein paar schlechte Runden gehabt und will jetzt richtig auf den Arsch geben. Eine der stärksten Maps für die Nurse. Oh oh. Oh oh, Chat. Oh oh. Ich rieche ein GG. Und es riecht nicht gut. Soll ich hier Werbung gucken? Schrecklich. TWNHTWNHI. Werbung ist wirklich schrecklich. Tell me about it. Der Typ rennt hinter mir her und ich bin planlos. Also, bisher repariert noch niemand. Die ersten 40 Sekunden haben wir keinen Fortschritt gemacht gegen Handschuss. Eieiei. Oh, der haut aber ganz schön rein. Hat der ein BNP mit dabei? Brand new part? Guck mal, wie schnell der repariert hat, die ersten Prozente. Voll Gold equipped? Was das? Ja, also Level 22. Unsere Gruppe ist voll mit Goldzeug. Wir haben Legendary Equipment. Kriegen wir den noch? Let's go. Alright. WNL. Oh, das war leider ein guter Blink. Nervig. Balance-Länge ist schon raus. Beide Blinks raus. Okay. Weiter geht's. Verdammt. Ich hoffe, sie haben ein bisschen repariert. Gegen den Nurse auf der Map, Chat. Das wird giga eklig. Giga eklig. Oh nein, oh nein, oh nein. Viele Leute in unserer Nähe, die jetzt gerade daran gehindert werden, weiter zu reparieren. Oh nein. Der Fortschritt, den wir hier erzählt haben, ist quasi für die Katze. Der da oben ist in den Spind rein. Weiß nicht, was er vorhatte. Vielleicht dachte er, er versteckt sich vor Barbecue und Chili, aber das Timing war leicht daneben. Okay. Niemand am Reparieren. Niemand. Niemand. Alle verstecken sich. Niemand repariert. Oh nein. Nee, ich krieg Panikattacke. Ich hoffe, wir sterben. Das ist meine erste Runde. Ich kann nicht reden. Ich wollte kein Handschuss reparieren. Dann bin ich reparieren. Niemand am Reparieren, niemand am Reparieren, niemand am Reparieren, niemand am Reparieren! Das ist der Nurse und niemand repariert! Wenn ich eine Nurse spiele, Chat, alle machen so auf Hacker und reparieren im Highspeed. Wenn ich gegen eine Nurse spiele, alle so bohren in der Nase, retten mich nach 10 Sekunden, sind AFK! Aber das Game ist noch nicht vorbei. Kann sich noch vieles ändern. Sunray, danke für den 23. Monat. Hallo. Alle sitzen wie so Affen, Mann. Wie so Affen auf einem Baum, wenn ein Raubtier vorbeiläuft. Guckt euch das an, alle dreien machen nichts. Niemand repariert, die sitzen nur so rum. Und sterben dabei. Hallo, Granchari.
Jetzt retten die mich. Nachdem der andere am Haken. Die wird noch weggezogen. Wird sie nicht. Disconnect. Der hat sich wegziehen lassen. Heil mich. Heil mich. Heil mich. Willst du jetzt noch. Heil mich. Heil. Wir lassen uns heilen und dann warten wir, bis alle tot sind und versuchen, über die Luke zu entkommen. So, ihr Süßen, wie geht's euch? Was seid ihr zurzeit so am Zocken nebenher? Die aktuellen Spiele oder habt ihr irgendwas anderes, andere Projekte, die ihr gerade verfolgt? Erzählt mal so ein bisschen. Alles Hacker. Mike, danke schön für die Donation. Also wenn ich Nurse spiele, dann sind die Survivor alle Hacker und reparieren mega schnell. Star Wars The Old Republic? Ist das das Neueste? Nee, irgendwas mit Last Jedi oder so ist das Neueste, ne? Zelda hast du schon durch? Nice. Hab neulich durch Zufall ein Game gesehen, das sah original wie ein DBD-Dupe aus. Identity V hieß das, glaube ich. Ich glaube, davon habe ich noch nichts gehört. Warhammer und Diablo und Smite. Nice. Tears of the Kingdom. Ich bin auch noch mittendrin, ey. Also ich werde da noch viele, viele Stunden reinputzen können. Ich muss aufpassen auf die Krähen. Nice. Die wurde gefunden, die wird getötet. Die retten sich vom Haken. Zelda, musst du die Story fertig machen? Lohnt sich? Ich muss halt erstmal. Also, ja, demnächst werde ich anfangen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich sollte zuerst das Dorf der Vögel machen. Egal, wo ich hingehe, alle NPCs erzählen immer von den blöden Vögeln. Oh, der Schneesturm, den geht so schlecht. Der Schneesturm, oh. TWNHI. Lässt sie den in Ruhe oder so? Chat, die lässt ihn doch in Ruhe, oder? Die lässt ihn doch in Ruhe. Was passiert da? Hat sie mit ihm gespielt? Vielleicht hat sie nur mit ihm gespielt. Rottbert, danke für den 28. Monat. Hallo. Dich heute in Schacht vernichtet? Also nur, wenn du dich traust? Du willst mich heute in Schacht vernichten? Bro, ich habe heute schon viele ein paar Grüße Runden gespielt. Aus dem Dauerlook, TWNHTWN-Look. Dankeschön, Ciane, für die Donation. Hallo. I don't get it. What's happening? Nice. Sie wurde gefunden, wird gejagt. Ich sneake mich weg mit Urban Evasion. Ich bin der schnellste Urban Evasion-Spieler der Welt. Ich kann so schnell kriechen. Die haben sich getauscht, sind umgefallen. Ich hoffe, er weiß, wo ich bin, aber sie nicht. Das heißt, ich kann einfach weiter kriechen. Ich krieche hier hinten hin. Das ist eine gute Stelle. Hier kann ich im Spind mich verstecken und ich kann auch aus dem Spind rauskommen. Und kann hier einfach so chillen und bin schwer zu sehen. Das ist eine gute Stelle, um sich zu verstecken, bis alle tot sind. Zählt Luke als überlebt? Natürlich. Hat sie das gehört? Die sucht mich. Die will nur mich haben. Die lässt die anderen in Ruhe. Ich mach einfach Krach.
Ich liebe es, wenn zwei mit Kindern zusammenarbeiten. Vor allem, wenn das Team literally aus kleinen Äffchen besteht, die keine Ahnung haben, was sie tun. Hochgehen, Balanced Landing einsetzen. Aber wir können nichts dagegen tun, wenn die zusammenarbeiten. Die hat unendlich viel Zeit, um mich zu chasen. Hat sie mich gehört? Okay. Wir haben sie abgehangen. Aber der hat mich gesehen. Die Dame, die gestuckt wurde, hat mich gesehen, Chat. Ich würde die anderen beiden umgehauen, damit sie, während sie gestuckt sind, Sicht auf mich haben. Wenn sie Sicht auf mich haben, nimmt sie die auf die Schulter, lässt sie runterzappeln, damit sie zu mir kommen und mich und mir meine Position freigeben. Checkpoint? Mm-mm. Kein Checkpoint. Mm-mm. Stream Sniper? Und gesehen hat sie mich nicht. Und gehört wahrscheinlich auch nicht. Safe? Maybe. Darkness revealed? Maybe. Don't DTWN sell out. Lee, danke für 45 Monate. Moin Moin, hallo. Sie hat vorhin schon locker geschaut. Ja, aber vorhin hat sie gehört. Vorhin hat sie gehört, dass ich neben ihr in den Locker bin. Und sie hat mehrere aufgemacht. Nicht nur einen, um das Perk zu triggern, sondern mehrere. Was macht ein Konditor ohne Arme und Beine? Pause. Rumkugeln. Au. Au. Was macht ein Konditor ohne Arme und Beine? Rumkugeln. Au. Rumkugeln sind auch was, ist was zu essen. Und, aber ist doppeldeutig. Also, ist lustig. Habe ich verstanden. Hallo. Danke für den Sub. Ist doch Pizza ohne Rand? Pizza ohne Rand ist relativ weich, ne? True. Das ist eine gute Idee. Der Rand ist mit das Geilste, aber besser als nichts. Ist ein guter Kompromiss. Hey, vielleicht bestelle ich mir Thunfischpizza. Mach den Rand weg. Rand hasse ich? Rand ist super gut. Ohne Rand klingt gut. Der Rand ist nicht das Geilste. What? Der Rand ist richtig gut. Wovon redet ihr? Oh shit, was ist das? Wartet, wo bin ich? Wer bin ich? Was geschieht hier? Ich brauche Antworten. Das sollten wir noch schaffen, Chat. Alles gut. Sie ist außenrum. Hab ich mir schon gedacht. Blöde Kuh. Wie sie nicht mindgamed! Ich hasse dich und ich verfluche deine Kinder! Die sollen, keine Ahnung, Warzen kriegen oder so. Oh, apropos Warzen. Luki hat eine Warze auf dem Schwanz. Habe ich der Tierärztin gezeigt. Ich meinte, er hat da hinten so einen Knubbel. Ich dachte zuerst, das ist eine Zecke. Können Sie das mal kurz angucken? Sie so, scheint eine Warze zu sein. Und ich so, oh, eine Warze. Und sie so, ja, die könnte man so weglöten mit Hitze oder so, aber dafür müsst ihr unter Narkose. Das tut sonst zu sehr weh.
Und ich so, oh, ja, das, ich meine, wenn sie nicht stört, dann lassen wir die einfach. Ja, und Narkose bei so einem alten Hund würde ich gerne vermeiden. Und also, manchmal, da knabbern die Hunde die Warzen auch ab. Vielleicht haben wir Glück und er knabbert die ab. Und ich so, oh. Wenn wir Glück haben, knabbert die. Ja, das wird dann blutig. Und ich so, oh, wenn ich Glück habe, knabbert er die ab und es wird blutig. Ja, genau. Okay, soll ich dann irgendwas machen? Ja, sie können so Hämorrhoidensalbe könnten sie holen, ja. Und die dann auf die abgekaute Warze kleben, schmieren. Weil Hämorrhoidensalbe, wissen Sie, das verdickt irgendwie das Blut oder so. I don't know. Und dann können sie doch einen Verband drum machen. Und ich so, okay. Also ich behalte die Warze im Auge. Und wenn die plötzlich weg ist, dann schmiere ich Hämorrhoidensalbe drauf und verbinde den so ein bisschen. Genau, okay. Habe ich jetzt ein... Weiß ich jetzt, was zu tun ist. Schweif. Nicht sein Dick, sondern am Schweif hinten. Warze auf den Geschlechtsteilen wäre bestimmt echt mies. Wie wäre es mit Fischstäbchen? Boah, ich habe seit vielen Jahren keine Fischstäbchen mehr gegessen. Schmecken die überhaupt noch? Hm, könnte ich mal probieren. Claro, ja, Mann. Mit Spinat? Ich glaube, Spinat ist eigentlich gar nicht so geil. Werde ich gerade markiert? Oh, no. Oh, oh. Ich will nicht markiert werden. Ab wann geht sie in die inaktive Phase? Wo ist das Ding? Da vorne. Rechts, oben, oben, unten, rechts. Entschärft. Gute Arbeit. Mozzarella-Rand von Domino's, einfach nur toll. Das mit der Warze kann auch ein Abszess sein, hatte mein Hund auch. Die Ärzte sollte einen Test machen mit der Nadel. Also eigentlich sollte sie es testen, es könnte alles sein. Ich glaube, sie hat vielleicht so ein bisschen Berührungsängste gehabt jetzt. Nicht, weil Loki böse ist oder so, sondern weil sie das letzte Mal Loki wehgetan hat. Das ist meine Theorie. Das letzte Mal hat sie seine Krallen geschnitten und die eine Kralle hat sie zu tief abgeschnitten und dann hat er voll geblutet, der arme Kleine. Vielleicht wollte sie ihm diesmal eine Nadel ersparen, damit er nicht jedes Mal Schmerzen mit der Tierärztin verbindet. Hallo, Saka. Oh Mann, hast du mich erschreckt, Digga. What the fuck? Das tut weh. Ja, er war voll am Fiepsen der Arme und hat alles voll geblutet. Und dann musste sie das noch veröden mit so einem Hitzestab. Und das hat nochmal mehr weh getan. Er hat danach ganz viele Leckerlis bekommen und war ganz tapfer, aber da ist mehr. Also, das war schon echt schlimm für den Kleinen. Ja. Hat sie mich gesehen? Ne. Schaffe ich das noch? Ja. Aber gerade so, hä, Mister? Das war knapp. Für was sind die Herzen? Für unsere Challenge. Jedes Mal, wenn ich sterbe, verlieren wir ein Herz. Wenn alle Herzen weg sind, muss ich von vorne anfangen. Zelda-Style. Für dich war es bestimmt genauso schlimm anzusehen. Das Ganze anzusehen, ja. Also vor allem das Fiepsen, das Blut, also... ist mir das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht. Und er hat ja keine Ahnung, was los ist, ne? Er hält ganz brav still, lässt er an den Krallen rummachen. Und dann kriegt er plötzlich Schmerzen, obwohl er, weiß ich nicht, einem vertraut hat. Der versteht ja die Welt nicht mehr. Okay. Naja. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Pfötchen geht's wieder gut. Für den Fall, dass irgendwas mit der Warze passiert, schmier ich da Hämorrhoidensalbe drauf. Die sollte ich noch kaufen. Heute hat er das erste Mal den Tee bekommen. Nieren- und Blasentee kriegt er jetzt von mir regelmäßig. Zum Durchspülen seiner Blase. Wird schon. Milchreis? Boah, Milchreis ist giga eklig, glaube ich jedenfalls. Ich habe mal dran gerochen. Hallo Schwabbel, ich kann nur sagen, die Story in Diablo ist einfach klasse. Ja, nächsten Stream machen wir, glaube ich, ein bisschen die Hauptstory.
bin gespannt, was die Story hergibt. Gute Idee. Der eine hat sich sterben lassen am Haken. Okay. Drei Leute, die noch zwei Gens machen müssen. Der Gen ist ganz knapp drin. Das ist ja nervig. Was mache ich denn jetzt? Einen anderen Gen suchen? Probably. Traust du dich denn nochmal außerhalb des Streams mit dem Mage aus der Stadt raus? Alleine weiß ich nicht. In der Gruppe ja. Wir haben gestern nach dem Stream noch ein bisschen gespielt. Ein, zwei Stunden. Das lief alles wunderbar. Bäh, Milchreis? Ja, ich glaube auch. Eklig, oder? Wie viele Checkpoints gibt es jetzt eigentlich bei den ganzen neuen Survivern? Alle 8 Survivor ein Herz, oder? Können wir beibehalten, wie vorher. Welches Level ist dein Mage? 22, glaube ich. Und ich habe unser Gildenlogo verändert. Ich hatte Angst, dass ich Ärger mit Blizzard bekomme, wenn ich weiter so einen Bubi-Zombie da lasse. Deshalb haben wir den Bubi-Zombie weggemacht. Ich habe jetzt als Symbol, warte, sollte ich retten gehen? Ja, oder? Der hat sich sterben lassen. Die lassen sich alle sterben. What the fuck? Oh. Warum lassen die sich alle sterben, die Deppen, Digga? Da bin ich drauf reingefallen. Warum bin ich drauf reingefallen? Okay. Ja, also gestern hat Survivor Spaß gemacht. Heute ist so ein bisschen... Ich lass mich sterben. Ich mach keine Gens. Ich lass mich sterben. Ich disconnecte. Heute macht dir bitte richtig Spaß. Heute macht dir bitte richtig Spaß, du. Ich hör mal ein bisschen Musik. War ja 9 Monate in der besten Community. Ich liebe es hier wie mein Heim. TWNL, TWNL, TWN Wiggle. Ihr seid sehr süß. Bin ich so schlecht im Schach? Ich meine, ich spiele noch nicht lange. Okay, Maggie und ich haben ein Rendezvous auf dem Boot. Fehlt nur noch der Kerzenschein. Keine Sorge, Maggie, ich passe auf dich auf. Da vorne ist was, sieht aus wie ein Nemesis. Wow. Und er kommt auf uns zu. Pass auf, dass dein Notizbuch nicht aus dem Rucksack fällt. Mein Notizbuch? Oh ja. Da habe ich meine Schachstrategien drin. Ich sollte vielleicht öfter mal reingucken da. Ich weiß nicht genau, was die beiden Girls da machen. Die sind beide auf den Killer zugerannt. No. William, danke für die 29 Monate. Ich glaube eher, das sind Schmuddelhefte. Aber na gut. Wieso wechselt er das Target? Freue ich mich darüber? Nein. Ich hätte meine... Warum hat er seine Peitsche nicht rausgeholt? Crazy. Crazy. Hab ein bisschen abgeschmiert. Jetzt gehen wir ganz frech an die Truhe. Vielleicht ist da ein Medikit drin. Okay, er verschwindet. Mmh,
kein Medkit zum Heilen, aber eine Werkzeugkiste, mit der können wir diesen Gen ruckzuck reparieren. Guck mal. Great skill check. Good skill check. Great skill check. Sauron wurde gerade angeschwächt. Ich sehe jetzt erst, dass wir mit Sauron spielen. Heftig. Ich überlege schon seit 3 Jahren, mir meine Holzkernuhr zu holen. Kannst du bitte deine ehrliche Meinung, du bist ja Sponsor, zur Qualität und Langlebigkeit abgeben? Ich bin noch nicht lange sponsort. Also wir sind jetzt im 2. Monat. Der 2. Monat hat gerade erst begonnen. Also ich habe meine Uhr habe ich jetzt seit 1 Monat. Das heißt, zur Langlebigkeit, so kann ich dir gar nicht sagen, weil ich meine Uhr eben noch nicht jahrelang besitze. Wir haben aber im Chat einige Leute, die schon vor dem Sponsoring Holzkernuhren gekauft und getragen haben, jetzt über längere Zeit. Wahrscheinlich bist du da, was so langfristige Erfahrung angeht, mit dem Chat besser beraten. Ich kann dir aber sagen, so von der Qualität her, wenn ich das hier vor mir liegen habe, von der Haptik her, wenn ich das trage, super. Ich will kacken. Ja, sieht hübsch aus, fühlt sich gut an. Und jetzt im 1. Monat gab es keine Probleme, aber gut, davon sollte man überall ausgehen. Ich glaube eher, das sind Schmuddelhefte. In meinem Rucksack? Nein. Sollen wir uns gegenseitig heilen? Okay. Ich sollte mir angewöhnen, mehr zu pre-droppen. Pre-droppen, 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 pre-droppen. Ist wichtig. Mehr pre-droppen. Scheiße, was ist denn mit dir los? Ich zieh ihn weg, damit du reparieren kannst. Ich kümmere mich um den Zombie, keine Sorge. Hat er Stufe 2 oder Stufe 3 auf der Peitsche? Weiß ich nicht. Er hat Deadman's Switch auf jeden Fall. Der Gen ist jetzt erstmal eine Weile gesperrt. Großer Mann guckt zu mir rüber. Läuft weg. Geht zurück zum Haken, so wie es aussieht. Deadman's Switch sollte bald vorbei sein. Sehr gut. Okay, Danny, danke für die 31 Monate. Ich weiß nicht, ob du es im DC gesehen hast. Heute sind auf QWERTY, wo ich immer die Shirts für dich hole, 3 süße Zelda-Shirts. Nur heute. Für 11 Euro am Stissel. Solltest du vielleicht einen Blick drauf werfen. Oh, Rambusel, danke für die Empfehlung. Guck ich nachher mal. Danke dir. Ich habe eine Uhr und eine Sonnenbrille geholt und bin mega zufrieden mit Holzkern. Oh, Draco, das freut mich. Danke. Schwabbel, was spielst du heute nach DBD? Wissen wir noch nicht. Wir stimmen nachher wahrscheinlich ab. Okay, wir verlieren unseren ersten Survivor, aber wir sind nur noch etwa 1,5 Generatoren von den Ausgangstoren entfernt. Er kommt zu mir. Deadman's Switch wird wieder getriggert. Er kann aber jetzt auch erstmal nicht gegentreten. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Die über mir hat ihren Gen auch gerade gesperrt. Jetzt weiß er, dass sie 2 Leute sind. Nicht optimal. Will ich hier gegen eine Peitsche loopen? I don't know. Okay, danke. Scheiße, Sauron hat sie erwischt. Okay, der Gen wird gleich wieder gesperrt werden durch das nächste Deadman Switch. Der ist aber fast fertig. Der ist fast fertig und der kann nicht gegentreten.
Let's go. Ey, er sucht mich noch. Er ist nicht zurück zum Generator, zum Haken. Will hier weiter sexy time mit mir. Hab ihn so ein bisschen aus den Augen verloren. Schade. Egal. Ich habe ja noch keinen Damage bekommen. Warum rennt die Angeschwächte zu mir hin? Das ist etwas, das ich nicht ganz verstehe. Warum kommt die Angeschwächte zu mir, anstatt, verdammt nochmal, zu reparieren, während ich mit meinem Leben durch meine Leben auffasse hier? Alright. Wenn wir jetzt einfach nur kurz uns das Gegenmittel geben, ist es so, als hätten wir den Schaden genommen. Claudette ist gerade am Reparieren. Ich weiß leider nicht genau, wo. Das Gute ist, Pinocchio wurde gefunden. Pinocchio hing noch gar nicht. Und Pinocchio ist nicht diejenige Person, die am Generator sitzt. Das heißt, während Pinocchio verfolgt wird, kann Claudette immer weiter reparieren. Das ist Poggys. Das ist sehr, sehr gut. Ich könnte hier nebenher mitlaufen, gucken, ob sie unter einer Palette umfällt. Aber ich glaube, da, wo sie rumläuft, ist keine Palette mehr. Ich könnte versuchen zu... Oh, warte mal. Ist sie in der Palette? Nein, ist sie nicht. Ich gucke jetzt, in welche Richtung er läuft, damit ich weiß, wo der Generator von meiner Freundin ist. Er wird direkt zu Claudette laufen. Claudette lässt sogar schon los. Eine schnelle Rettungsaktion diesmal, damit wir... Ich weiß nicht, ob ich dich heilen sollte. Echt? Okay. Er kommt zurück, ja. Wenn er sie tunneln möchte, können wir den Gen schnell reparieren, zu zweit. Deadman Switch wird gleich auslaufen. Das ist kalkuliert, dass ich sie abgefarmt habe. Alles kalkuliert. Die da hinten ist gigaweit weg. Die hat Ultraschiss vom Killer, obwohl der ganz weit weg ist. Aber zum Glück sind wir hier, mutig wie kein Zweiter, und beenden ihre Arbeit, während sie 2 Kilometer weit weg noch Angst hat, dass der Killer in der Nähe sein könnte, ohne Terrorradius. Alright. Interessant, er kommt zu uns. Hat er Nöd? Hat er keinen Nöd. Hat er vielleicht doch Nöd? Hat er vielleicht doch Nöd? Ich werde einen Trick machen, und zwar so. Wartet. Ich will, dass er mich von der Seite aus trifft. Nein, ich renne einfach zu den Toren jetzt. Vorausgesetzt, er hat kein Nöd, kann ich einfach laufen. Die müssen die Tore inzwischen offen haben. Wenn die Tore immer noch nicht offen sind, dann kriege ich Krise. Da, rote Lichter. Jetzt brauche ich nur jemanden in der Nähe, der aufmacht, bevor ich da bin. Ich habe ja noch volle HP, alles gut. Die haben beide volle HP, sie könnten tanken, aber sie laufen vor mir weg. Aber er kriegt keine 2 Schläge mehr raus. Alles gut.
Junge, also DBD ist heute richtig wild, ne? Scheiße. Ich habe die wasserfeste Halskette sehr gut im Urlaub testen können. Pool und Meer hat sie gut überstanden. Zudem sieht sie auch nur mit einer Badehose klasse aus. Oh, Tonki, hey, Schicki, Mickey. Das freut mich sehr. Danke fürs Feedback. Moin, Schwabler und Chat, ich habe eventuell noch ein Spiel für dich. Es ist wieder ein Spiel, was eher so ein Film ist und wo du Entscheidungen treffen musst. Es heißt Mia and the Dragon Princess. Oh, ja, erinnert mich auch an... Boah, Chat, habt ihr schon mal Bastion gespielt? Bastion heißt das Spiel. Das ist schon ein bisschen älter, aber Artwork sieht richtig geil aus. Spiel geht so in eine ähnliche Richtung wie das Game, was wir eben geguckt haben in dem Trailer. Und das Game war in den Schlagzeilen, weil das so einen coolen Sprecher hatte. Ist das ein Blight? Oh no. Ich will nicht gegen Blight spielen, Mama. Mama, please. Mama, Mama, Mama. Mama, Mama, Mama. Ich wünschte, die würden reparieren, anstatt mir zuzugucken, wie ich lupe, Digga. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, hey, wir haben einen Gen immerhin bekommen. Okay, that's right. That's oh nein, bitte lass dich nicht auch kriegen. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht dran kriegen lassen. Du machst das gut. Du machst das gut. Du hältst da so ein bisschen die Stange und ich heil mich so ein bisschen. Sehr gut. Nice. Gutes Teamplay. Okay, lass dich nicht dran kriegen. Es sieht aus, als ob du dich dran kriegen lässt. Pass auf. Oh nein. Okay. Ich sollte vielleicht so ein bisschen von der Wand weg. Ist okay. Eine Person repariert da hinten. Das ist mein bester Freund. Jemand, der im Hintergrund Druck macht. Okay, Chat. Ihr wisst, Tunneln ist nicht schön, aber eine legitime Killerstrategie. Wann tunneln Killer am liebsten? Wenn man sich zu schnell vom Haken holt. Warte kurz ein bisschen. Moment. Okay, er ist nicht zurückgekommen. Das ist gut. Für den Moment hat er nicht das Gefühl, tunneln zu müssen. Die Chase war ja auch relativ schnell drüben, zu Ende. Ich werde nicht getunnelt, ich kann ein bisschen durchatmen, werde sogar geheilt, dankeschön. Das ist gut, das ist sogar sehr, sehr gut. Claudette wird gerade gejagt, die Maggie geht retten. Ich weiß leider nicht, wo Claudettes Gen ist. Die hatte schon einen wieder auf 50% oder so. Nach rechts wegrennen ist vielleicht nicht die beste Idee. Die Paletten da wurden alle geworfen. Eine habe ich geworfen und die andere, die Cheryl. Er hat nur Augen für meine Freundin, oder? Ich glaube nicht, dass er weiß, dass wir zu zweit hier waren. Die anderen haben sich gerettet. Oh, jetzt geht er zurück zum Haken. Vielleicht ist das der Moment, wo er sich denkt, na, vielleicht ist Tunnel doch eine gute... Oh. Er hat viele Aufladungen verbraucht. Ich hoffe, ich kann einmal um das Hauptgebäude rumrennen, bevor er seine Fähigkeit wieder einzusetzen vermag. Oh. Fuck you! Hier müssen irgendwo Paletten sein. Wo ist die Palette? Irgendwo sollte hier eine Palette sein. Oh, wo ist die Palette? Zu weit weg. Die erreiche ich nicht. Da ist er gerade an mir vorbeigesaust. I don't know, Chat. Ich mache Panik. Ich habe Panik. Ich habe richtig Panik. Let's go. Mm.
Das war nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll gegen Blight. Ich hasse Blight so sehr. Okay. Na gut, so habe ich mich aber auch nicht angestellt. Okay. Ich meine, wenn ich das sehe, dann denke ich, so schlecht war ich gar nicht. Hätte schlimmer sein können, die Chase. Wir sterben schon wieder. Ich habe hier noch einen Key für das Jane Romero Outfit. Wohlverdienter Urlaub. Kannst du da was mit anfangen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Sollen wir gleich mal nachgucken? Was macht der Zahnarzttermin? Zu den Ärzten muss ich erst wieder in 2 Wochen oder so. Und dass das geschafft hat, uns beide aufzuhängen, ist übel, das tut weh. Wenn er mich kriegt, bin ich dead. Die haben sich so viel Zeit gelassen mit der Rettungsaktion. Super ärgerlich. Super duper ärgerlich. Hier wegzurennen ist auch nicht die beste Idee. Ich falle in der Palette um. Ich hoffe, jemand ist in der Nähe. Okay. Ich will dabei zugucken, wie sie sterben, Chat. Jetzt auf einmal werden Gens gemacht, wo ich tot bin? Ich hoffe, dass jeder einzelne von ihnen draufgeht und einen sehr schmerzvollen Tod erleidet. Er kommt zurück. Das wissen sie noch nicht. Er kommt nicht zurück. Schade. Hallo Schwabel und Chat. Ich bin nach einer Woche bei Freunde wieder zu Hause. Es war viel los. Meine Hamsterone ist leider verstorben. Dein Haustier? Oh, das tut mir leid. Andererseits habe ich nun die Möglichkeit, einem weiteren Hamster in Notlage ein Leben zu ermöglichen. Und meine neue Gewürzmühle ist auch endlich da. Hey! Schnappst du dir die immer aus der Tiernotrettung und Tierheim und so? Das ist ja süß. Voll sweet, dass du denen zu Hause betest. Ich esse noch ein bisschen Schokolade. Wir gucken weiter zu, wie sie sich anstellen, Chat. Pokémon-Schach kenne ich nicht, ne. Mhm.
Guten Abend. Wie geht's? TWNHI. Gut, wie geht's dir? Die wurde auch ausgetunnelt. Die anderen haben erst sehr spät angefangen mit einem Gen. Die haben sich vollgeheilt und waren gesund dann noch eine Weile unterwegs, ohne zu reparieren. Sie haben ungefähr nur die Hälfte der Zeit, die die Claudette an Chase rausgeholt hat und sich auf The Record rausgeholt hat, für Gens benutzt. Okay. Im Angriff der Killer wird weiter repariert. Hängen geblieben. Killer tritt aber erstmal den Generator. Da ist dem Blightbook kurz schwindelig geworden. Haben wir irgendwo noch einen Unbreakable im Spiel? Nein. Weder auf Survivor Nummer 1 noch auf Survivor Nummer 2. Nur noch eine Frage der Zeit. Okay, alle tot. Ich weiß nicht, wie Birne schmeckt. Und Bacon ist bestimmt zu hart für mich momentan. Ich würde wahrscheinlich Bacon und Birne rauslassen. Einfach nur Käsespätzle ist ja auch lecker, oder? Okay, Nurse, hat sich direkt jemand geschnappt. Also, könnte sein, dass diese junge Dame Lethal Pursuer spielt. Das Nemesis-Perk, womit sie direkt am Anfang der Runde die Augen der Survivor zu Gesicht bekommt. Inzwischen ist die Augenlesefähigkeit vorbei. Sie hatte ihr Ziel aber erfasst und zu Boden gebracht. Ein Perk kennen wir. Was ist mit den anderen Perks? Skirtschuk Pain Resonance. Mein Gen hat's erwischt. Ich sollte retten gehen. Kate wird verfolgt. Achso, er meint Birne, nicht Birne. Sechs Minuten Timeout. Das ist riskant. Aber sie kommt bald in die zweite Phase. Wir riskieren's. Kate ist schuld. Kate loopt hier irgendwie die ganze Zeit. Chat, Kate ist schuld. Kate ist neben dem Haken geloopt. Oder vielleicht ist sie auch nicht schuld. Doch, wir sagen, Kate ist schuld. Wir wissen, dass die Killerin ab jetzt tunneln möchte. Okay, sie hat Claudette aus den Augen verloren und mich auch. Das tut ihr jetzt weh. Das tut ihr weh. Tunneln hat nicht funktioniert. Targetwechsel hat nicht richtig funktioniert. Okay, sie hat Claudette wiedergefunden. Unlucky. Dann tut das doch nicht so weh. Oh oh. Du kannst ja heute Gericht Nummer 1 und morgen Gericht Nummer 2 zubereiten. Ja, aber nicht beides im Stream. Das ist ja voll anstrengend. Da muss ich die Kamera drüben anschließen und für richtige Beleuchtung sorgen und die Kopfhörer umschließen und so. Wir kochen nur einmal on-stream. Das andere Gericht mache ich natürlich auch, aber nicht vor der Kamera. Fisch? Okay. 2 Minuten Timeout. Claudette wurde... Oh, ich glaube, Claudette wurde ein bisschen zu schnell vom Haken geholt, oder?
Was ist, wenn sie nochmal getunnelt wird? Wird sie nicht. Okay. Killerin hat sich Kate rausgesucht. Oder Kate rennt mit Claudette mit und hat einen Schlag abgefangen. Wissen wir nicht so richtig. Stecken wir nicht drin. Wir beten einfach dafür, dass Claudette erstmal verschont bleibt. Es wäre nicht gut, wenn wir Claudette direkt verlieren würden. Nicht gegen eine Nurse. Nicht mit noch drei zu erledigenden Gents. Das reicht, sie schafft's runter. Hab gelogen, sie schafft's nicht runter. Die hat sie so lange getragen, Chad. Zumindest locken wir sie weit weg vom Haken, ha? Okay. Mich selbst hochheilen geht nicht. Aber wir könnten... Sie ist schon wieder beim Haken, oder was? Shit. Wir sind, machen uns einfach nützlich am Generator. Kate wird da vorne verfolgt. Wenn sie mich hier hört, wäre das nicht gut. Sie hört mich. Sie hört mich, Chat. Quick and quiet. Fast Walter durch. Warte, hat sie mich gesehen oder nicht? Sucht sie? Sie sucht mich. Ja. Okay, okay, alles gut. Wenn sie mich kriegt, nicht so schlimm. Ich hänge zum ersten Mal, Chat. Ich hänge zum ersten Mal. Der magische Junge. Wenn ich nicht lebe, wenn ich nicht ganz viel Zeit für meine Freunde raushole, wer denn dann, hä? Wenn ich nicht 110% Power gebe, dann sitzt mir dieser Challenge noch, dann sitzt mir noch 6 Monate in dieser Challenge. Bin ich doof, Junge. Schon wieder voll Kanne ausgetrickst. Wo bleiben die Gents, Ladies, hä? Warum läuft die weg? Wegen sowas sterben wir auch häufig. Ah, ist das nicht die, die gejagt wird? Schnell weg hier! Oh, vielleicht war das Ganze doof. Quick and quiet. Wir machen keine Geräusche. Gehen hier ran. Bang. Wenn sie her teleportiert, benutzen wir unseren Sprint. Den haben wir extra aufgehoben. Mein Gen ist derjenige mit den meisten Prozenten. Deshalb hat der gerade Schaden genommen. Sie kommt wieder her. Weg hier. Sicher ist sicher. Tritt erstmal den Generator. Wenn sie No Way Out hat, No Way to Hide, sieht sie, wo wir sind. Vorsicht. Sollen wir in die Ecke laufen einfach? Ja! Nein, ich hätte einfach gerade auslaufen sollen. Ich bin ein kleiner Kacki. Du hast mich erwischt. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn oder so. Meine Freunde sind schon längst... Meine Freunde haben einen weiteren Gen repariert. Gute Arbeit, Team. Spürt ihr, wie die Moral steigt? Wir sind immer noch 4 Leute mit nur noch einem zu erledigenden Generator. Das könnte der Durchbruch sein. Die wartet sogar noch Kirk für den Fall, dass die Killerin zurückkommt und mich tunneln möchte.
sehr professionell. Und die eine Claudette, die dead on hook ist, ist die, die mich heilt. Solange die nicht... Will sie mich oder die Claudette, die dead on hook ist? Sieht sie aus, als ob sie meinen Arsch möchte. Ripper, ihr hättet den Jen, ich habe Adrenalin! Bitte beeilt euch! Worauf wartet ihr denn? Lass einfach reparieren. Ich habe Adrenalin. Alles gut. Weil, wenn man keinen Proof hat, repariert man effektiv zu dritt durch die Penalties mit 2,1 Personen. Es sei denn, einer hat Proof. Macht es also... Es sei denn, einer hat Proof, macht es also keinen Sinn, zu dritt zu reparieren. Was? Sie hat nowhere to hide? Schon, oder? Sie kam uns... Also es sah so aus, als ob sie genau wüsste, wo wir sind. Okay, Adrenalin kickt gleich. Wir werden voll geheilt. Vielleicht die Claudette hier auch. Nee. Sie hat kein No Way Out. Sie jagt die Claudette. Sehr gut. Was genau möchte sie? Sucht sie die Angeschwächte? Hat sie nicht gesehen, wo die hingelaufen ist? Beide Claudettes dead on hook, beide Claudettes angeschwächt. Der Jen im Main? Ach so, die eine ist weggegangen, weil wir zu dritt waren, meint ihr? Hä, aber sie ist ja nicht irgendwie los, um den anderen Jen zu machen, sondern... Sie ist halt einfach raus und stand dann am Fenster, oder? Also... I don't know. Vielleicht habt ihr recht, aber... Ja, Proof Thyself ist nach wie vor super strong. Wenn du das ein, zwei Mal mit dabei hast, auf 4 Survivor gesehen... Kickt schon ordentlich rein, ja. Spürst du. Okay, aber jetzt sind wir auf der Claudette. Bedeutet Self-Care, bedeutet botanisches Wissen, bedeutet Empathy. Das ist ein Oni, ja? Solange der kein Blut kriegt, ist er schwach. Weißt du eigentlich, dass du jeden Raum verschönerst, wenn du rausgehst? TBNH. Ihr Schleimis, was redet ihr? Hört auf. Ihr habt meinen Jen getreten? Mist, ich fehle ihm Blut. Ich wollte... Oh, oder? Ich fehle ihm kein Blut! Haha! Oh mein Gott, das Team hätte mich gehasst, wenn ich der Erste gewesen wäre, der ihm Blut gibt. Aber ist ja nicht so. Solange wir ihm kein Blut geben, sagt er. Und die anderen sind schon fleißig am Reparieren. Alle sind am Reparieren. Ah, wo kommt der? Ah, Tinkerer. Er hatte keinen Terrorradius-Chat. Er hatte keinen Terrorradius, was soll ich tun? Er wird mich holen. Nein, nicht, wenn ich rausgehe und diese unsichere Palette gegen ihn verwende. Oh, schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Oder? Doch, schaffe ich. So bad. Oh! Lauf, kleine Claudette, und hör auf zu bluten. Das macht ihn nur stärker. Oh!
Hab ich zu lange gewartet? Oh oh. Mist. Der Gen war fast fertig. Oh oh. Nicht zweimal hintereinander, nicht zwei Leute gleichzeitig schlagen. Okay, gut, das dann. Und jetzt, ja, okay, mit der Taschenlampe drauf. Okay, warum nicht? Und nochmal nachblenden. Okay, solange du dich nicht drankriegen lässt, ist die Welt in Ordnung. Okay, wir chillen erstmal. Lies den Sub nochmal genau. Weißt du eigentlich, dass du jeden Raum verschönerst, wenn du rausgehst? Hä? Warte, wenn ich rausgehe? Ich dachte, wenn ich drin bin. Kuss. Er will mich tunneln, Chat. Und er wird mich tunneln. Oh, nein, pass auf! Er kommt zurück, Taschenlampenfrau! Hier hinten ist doch eine Palette. Sei vorsichtig! Seine Phase müsste bald zu Ende sein. Oh, Gott sei Dank! Upsi, ich habe mich geschnitten. Er beschützt diesen 99%-Generator. Aber das gibt uns die Möglichkeit, andere Generatoren zu reparieren. Du sitzt in der Falle, Oni. Mit nur einem Hook. Mein Selfcare plus botanisches Wissen hilft mir dabei, mich hochzuheilen. Guck mal, wie schnell das geht. Ohne Medikit. Nice. Oh, seine Fähigkeit ist wieder nicht. Meint ihr, er kommt wieder hier hin? Oder meint ihr, er geht woanders hin? Frage geklärt. Okay. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da gerade weiter reparieren sollte. Ich glaube, dass ich sterbe, wenn ich da rangehe. Ich glaube, dass die sterben wird. Oh nein, er kämpft mit jemandem. Dann sollten wir vielleicht doch reparieren. Warum bin ich so ängstlich? Die ist so mutig. Ich will auch mutig sein. Good job. Da vorne, wir gehen ihm Steve helfen. Er kriegt seinen zweiten Haken und wir arbeiten gerade am letzten Generator. Sieht nicht gut aus für den Oni. Aber, wenn ich das erste Mal... Oh, prove thyself. Gerade noch darüber geredet, ey. Lecker Schmecker. Chunk, danke für den 30. Tigra, ich hab's vergessen, Bro! Oh oh. Nee. Wenn du das zertrittst, mach ich auf. Mach ich an. Hab gelogen, ich mach's nicht an. Los, Leute, ihr müsst den Gen reparieren. Nice. Gutes Teamwork. Und jetzt kommt bloß nicht zur Scheck, sonst sieht er mich. Tore, eins genau in diese Richtung, das andere genau in die andere Richtung, da vorne. Geradeaus und ein Stück weit rechts. Nöd? Ach, du liebes Bisschen. Na, dann können wir uns das mit dem Heilen erstmal sparen. Findet ihr nicht auch? Lasst uns das Totem suchen. Ja, ab jetzt müsst ihr Stück für Stück seine Position preisgeben. Ich bin mir sicher, es ist ganz in der Nähe.
Erstmal Tor aufmachen, damit wir zwei Tore haben? Oder weiter das Totem suchen? Das ist sicherer, aber auf Kosten unseres Freundes am Haken. Da wir uns nicht kennen, scheiß drauf. Wow. Das ist nicht gut. Wie hat die sich denn da erwischen lassen? Da macht gerade jemand das Totem. Nice. Ich kann nicht retten gehen. Es geht einfach nicht. Die retten sich da vorne. Er hat es noch geschafft, da zu retten. Wie mutig. Wie ausgesprochen mutig. Edelmütig. Okay. Ich kann nicht. Ich habe botanisches Wissen, damit geht's schneller. Scheiße, das sieht er gerade. Sie hätte mich weiterheilen lassen sollen. Sie war fast fertig. Ich weiß nicht genau, warum. Keine Ahnung. Ich heb den nicht auf. Ich bin nicht verrückt. Dann sterbe ich. Bin ich bescheuert, Junge. Wie weit ist die? Das schafft sie nicht rechtzeitig, die ist tot. Oder? Wartet. Sie kann mein Fleischschild sein. Sei mein Fleischschild. Nicht mich! Bin ich doch gar nicht gemacht! Nimm mich alle an, bitte! Ich halte den Haken nochmal aus. Ist nicht schlimm. Ich halte den Haken nochmal aus. Sie sind mir was schuldig. Ich bin reingegangen, mehrmals. Die können mich nicht zurücklassen. Sie lassen mich zurück. Sie werden mich zurücklassen. Sie werden mich zurücklassen. Nein, tun sie nicht. Soll ich wegkriechen oder mich heilen? Kriechen? Ja, aber wenn ich krieche, heile ich mich nicht. Und wenn ich mich nicht heile, dann geht's alles umsonst. Warte. Er hebt mich hoch, das ist für die das Signal, dass sie sich nochmal heilen können. Rennen die einfach nur zum Tor oder haben die vor, auch nochmal irgendwie zu helfen? Jetzt heilen die sich. Okay, ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, warum er nicht die nächstbeste Survivorin geschlagen hat, sondern mich, Chat. Seine Fähigkeit wird auslaufen, bevor ich tot bin. Ich habe noch locker 30 Sekunden Zeit. Und das wissen die beiden. Deshalb nähern sie sich langsam. Ich habe locker noch, okay, 15... 20 Sekunden ungefähr. Seine Fähigkeit läuft bald aus. Ich muss nur die Skillchecks treffen und darauf warten, dass sie es beide probieren. Die Lady ist auf jeden Fall mutiger als der Dude. Der Dude hat ultra viel Abstand. Der kuschelt mit dem Tor. Jetzt fässt er sich so ein bisschen ans Herz, weil er sieht, dass die andere so mutig ist. Tor ist relativ nah dran. Sie wissen nicht genau, ob die Fähigkeit gleich abläuft. Sie müssen ein bisschen näher kommen, damit das klappt. Warte mal. Seine Fähigkeit hält so lang. Hilfe! Seine Fähigkeit hält länger als meine Phase. Chat, wenn ich rausgegangen wäre, dann hättet ihr gesagt, aber zu welchem Preis? Du bist ein Schwein. Wie kannst du zulassen, dass sie sterben? Sie haben sich so viel Mühe gegeben für dich. Warum tust du das? Ein Offering. Chat, merkt euch das. Die Hedge spawnt später an der Shack. Für den Fall, dass wir unser Team opfern müssen, ist das eine wertvolle Information. Hedge bei der Shack. Hedge bei der Shack. Yep. Was ist das für ein Geräusch? Demogorgon? Ja, voll deine Fresse, Demo. Blödsau. Oh. Ist er mir vorbeigesprungen. Jetzt kommst du dir bestimmt ein bisschen doof vor. Wenn du mich holen willst, musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Guck mal, wie schnell ich bin.
Ich bin super schnell. Da bist du leider in die falsche Richtung. Und jetzt springe ich hier gleich durchs Fenster. Oh, das Fenster ist zu. Oh. Ja, hol dir eins nach dem anderen, mein Kleiner. Nur zu. Das gefällt mir. Er wechselt das Target, will den Gem beschützen, dann reparieren wir da weiter. Okay, das war okay. Wie viele Paletten haben wir verbraucht? Zwei? Ich glaube zwei. Morgen ist er fertig mit den Nerven. Wer? Ich? Durch die Challenge? Mal gucken. Vielleicht können wir der jungen Dame dabei helfen, sich zu heilen. Hey. Das kriegen wir hin. Keine Sorge. Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Moin. Er disconnected. 3, 2, 1. Oh! Zählt als Sieg. Ey, die Claudette, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Die hat mich so oft gestunt. Die ist zu stark. Hey, Luki, was schlägst du da? Oh, sorry. Dein Foto ist okay, nur nicht dein Ding-Dong. Ace und David finde ich oft toxic. Ich habe das Gefühl, Davids wollen oft toxic sein, aber verkacken super schnell. Die meisten Davids, denen ich begegne als Killer, die Teabaggen winken nicht ran und liegen 3 Sekunden später auf dem Boden. Also Davids wollen häufig, aber schaffen es irgendwie nicht. Ich glaube, Aces sind in der Regel etwas stabiler, was das Gameplay angeht. In der Regel. Nicht immer. Hat man gelesen, Ace Meta, weil er die leisesten Geräusche macht, wenn er verletzt ist? Tatsächlich. Haben die Devs das schon gefixt, Chat? Also tatsächlich war es die längste Zeit so, dass Survivor unterschiedlich laut sind, wenn sie angeschwächt sind. Dass Charakter Nummer 1 lauter stöhnt als Charakter Nummer 2. Die Devs haben aber von der Ewigkeit angekündigt, dass sie das beheben möchten. Dass sie dafür sorgen möchten, dass alle Survivor gleich laut stöhnen. Damit eben Ace nicht die beste Wahl ist, um möglichst schlecht gehört zu werden, um möglichst leise zu sein. Ist noch nicht gefixt? Okay. Wieder Blight. Leck mich am Arsch. Ich bin reingelaufen wie so ein Vollhorst. Horst! Horst! Geiler! Warum brenne ich aufs offene Feld, Chat? Halt, es ist smart, aufs offene Feld zu laufen. So smart. Wo ist der denn hin? Der ist hier ganz schön das gelandet! Er geht weg. Shining Fork, hey! Dankeschön! Womit haben wir das denn verdient? Danke für die 10er Sub-Bombe! Dankeschön! Motivation für die Didi Challenge TW in HypeTWNH. Danke auch nochmal für die 100 Bits obendrauf. Ey, da gebe ich mir jetzt aber gleich doppelt so viel Mühe, gell? Dankeschön. Kommt er zurück? Hallo, suche gutes Gameplay. Kann mir wer beim Suchen helfen? Hier mehr hol ich nicht raus. Ich mehr geht nicht. Au! Hätte ich in die Ecke laufen sollen? Maybe. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Chat. Ich hänge zwar, aber nicht direkt retten. Der ist doch in der Nähe. Bitte nicht mich abfahren, du scheiß Bödelkuh. Was ist, wenn er wiederkommt? Warte, er kommt nicht wieder. Okay, gut. Nice. Ich hatte kurz Angst, dass der Killer wiederkommt. Aber er ist nicht zurückgekommen. Glück gehabt. Isabel, danke für 61 Monate. Hallo, suche gutes Gameplay. Kann mir wer beim Suchen helfen? Hier finde ich es schon mal nicht.
Ja, yeah, ja, yeah, aha, aha. Isabel, dein Bild strahlt hell. Das Bild, oh ja, ist wild, ganz klar. Ich danke dir für deine Mühe. Werd's verkaufen morgen früh. Warum, magst du jetzt fragen? Und ich möchte es dir auch sagen. Dein Bild, das ist ganz in der Tat noch besser als ein Sieg in Mario Kart. Drum will ich's wissen, in den richtigen Händen und die Gelegenheit bloß nicht verschwenden. Ich hatte ein Textdokument, das Isabel hieß. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es alt ist und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das geschrieben wurde. Aber es ging um ein Bild. Hat das ChatGPT geschrieben? Nein, das habe ich geschrieben. Wo sehe ich, wie alt das ist? Keine Ahnung. Hey Isabel, du suchst gutes Gameplay und du sagst, du findest es hier nicht? Kein Wunder, dass du auf der Suche nach gutem Gameplay bist. Dein Ruf eilt dir nämlich voraus. Du selbst spielst ja auch gerne Videospiele, habe ich nicht recht? Natürlich tust du das. Deshalb bist du ja auch zu deinem... Deshalb bist du ja auch zu deinem Spitznamen gekommen. Was für ein Spitzname, fragst du? Oh, Isabel, du bist so lustig. Du gibst dich immer unwissend. Tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, dass du überall als Miesabel bekannt bist, weil dein Gameplay so mies ist. Haha, Miesabel. Noch nie gehört? Okay, jetzt habt ihr es gehört. Was fingerst du mir in meine Nase? Da draußen ist irgendjemand, der Hilfe braucht. Mach auf! Sie muss das Signal... Gondors! Sie muss die Signalfeuer sehen, damit sie weiß, dass sie herkommt. Wo ist die? Wird sie überhaupt noch gejagt? Sie hat keine... Stachel. Bin. Oh, will die über die Luke raus? Nein, warte mal. Das mit dem Luken-Offering war eine andere Runde. Oh, die wurde voll geheilt. Dann sollten sie es rausschaffen, Chat. Richtig? Ja. GG. Das ist interessant. Vorhin waren wir mit Nea auf der gleichen Map, gegen eine Nurse. Und die Nurse hat zusammengespielt mit den anderen Survivern, die haben gemeinsame Sache gemacht. Wir spielen gegen einen Hillbilly. Auch das ist höchst interessant. Okay, hinter uns könnten wir uns droppen lassen. In den Toiletten. Geht's nach unten, da können wir unser Balanced Landing einsetzen. Ich würde sagen, der Spot ist also eigentlich ganz gut. Hier bin ich irgendwo gegengerattert. Bietet HelloFresh keine Lastschrift oder so an? Ich glaube, ich habe mit PayPal bezahlt bei HelloFresh. Ich weiß nicht, was es so für... was es noch für andere Zahlungsmittel gibt. Jagt der überhaupt jemanden? Die Nancy hatte ganz kurz ein Symbol, ne? Pipa-chan. Es sind nur zwei Leute am Reparieren. Gehen wir mal davon aus, dass eine Person gejagt wird und eine andere Person mit Taschenlampe hinterherhängt.
Nancy wurde davon abgehalten, weiter zu reparieren. Ups, ich war unaufmerksam. Ich habe auf die Dinger geguckt. Hab kein PayPal, hatte nur Kreditkarte gesehen gehabt. Kreditkarte und PayPal. Ah, okay. Ja, scheinbar keine Lastschrift. Sorry. Poggies. Die wollte den Jen noch fertigstellen, right? Weiß ich, ob wir durchziehen können. Ja, doch, okay. Sandy, danke für die 10 Monate. Moin, moin. Hi. Wait, aber wenn dich von der Aussage einschüchtern lässt, dann würdest du sie ja auch bekräftigen, oder nicht? Warte. Wovon reden wir? Er ist noch in der Nähe des Hakens. Ich verschwende gerade Zeit. Wir sollten reparieren. Sind hier oben überhaupt noch Gens oder? Der ist super für Balance Landing. Chat, wir haben nicht nur diese Palette hier, sondern wenn es hart auf hart kommt, auch noch das Loch. Plus Balance Landing und wir sind raus aus der Nummer. Wir können hier sehr gut Druck machen. Wir müssen nur hoffen, dass unsere Kumpels nicht zu schnell aus dem Game getunnelt werden. Danke für den Follow. Herzlich willkommen. Moin. Ich hoffe, er kommt zu uns. Er ist unter uns. Wenn unter uns jemand in der Palette umfällt, können wir uns droppen lassen und instant die Palette ziehen. Die Palette unter uns ist weg. Es ist noch eine nebenan. Let's go. Balance Landing kriegen wir hin. Nice. Scheiße, manchmal tut es weh, so gut zu sein. Schnell wieder hoch und weiter reparieren. Haben wir gut belauscht. Hallo Nightwolf. Moin. Hey, du hast dich von einem Mädchen verprügeln lassen? Diese Aussage meinte ich. Ach, also... ich mach mir da ehrlich gesagt keinen Kopf drum. Sich kloppen ist eh bescheuert. Ich werde nie in der Situation landen, wo... Wieso sollte man... in einem Kampfsport, in einem Wettkampf oder so... Weiß ich nicht, Bruder. Ich glaube, da sehe ich mich nicht. Und ich denke, gerade die Leute, die am lautesten im Internet schreien würden, haha, hoho, eine Frau hat dir den Hintern versohlt, was bist du denn für ein Loser? Gerade die Leute, die da am lautesten am Schreien wären, sind die, die von einem Großteil starker Frauen selbst den Hintern versohlt bekämen. Also, ja, no sweat. Was gibt es um 21 Uhr? Gute Frage. Ich fand die Aussage Quatsch. Sind wir mal ehrlich? Es gibt genügend Frauen, die uns beide gleichzeitig aufreißen könnten. Wieso sollte das irgendeine Schande sein? Ja. True. Eben. Kill me, camper, one more time. Oh, camper, camper, the
Ist hier oben oder unten? Scheiße, ich wollte oben bleiben. So eine Kacke. Da kommt er. Hey! Jetzt bin ich in der Scheißlage. Oh no. Ich hätte mich zurückhalten sollen. Einfach so ranzulaufen war so doof. Oh, nice. Zurück zu unserem Loch. Die andere Seite ist offen. Wir sollten zur anderen Seite. Ist sicherer. Okay. Sorry, wenn das schon so oft gefragt wurde. Wie fandest du Diablo 4? Ich hatte noch nie Berührungspunkte mit der Reihe, geschweige denn mit der Art von Spielen, aber es sah richtig gut aus. Ist auch mein erstes Diablo. Diablo 4 ist auch mein erstes Diablo. Macht Spaß, ist cool. Allein schon, dass es diesen Hardcore-Modus gibt mit Permadeath. Schöner Nervenkitzel, wenn man spielt. Jedes Mal, wenn man gestunt wird, bleibt das Herz kurz stehen. Ah, Spannung pur. Wenn man die Drinks auf Sojamilch nicht so mag und eher auf richtige Milch steht, auf Kuhmilch, dann geht einem das geschmacklich vielleicht nicht so gut ab. Geist. Okay. Dass er sich noch an mir vorbeigeschoben hat, ist absolute Frechheit. Ich weiß nicht, wer sich an mir vorbeigeschoben hat. Wahrscheinlich hatte er doppelt Windstorm oder so eine Scheiße mit dabei. Und dafür hasse ich ihn. Ganz doll. Ich dachte, er tut nur so, als ob er sich enttarnt. Das mache ich mal als Geist. Ich tue so, als ob ich mich enttarne. Wisst ihr? Und dann ziehen die Vollidioten immer. Und ich dachte, den Fehler mache ich nicht. Ich bin nicht bescheuert, Junge. Ich stehe hier. Ich warte, bis du so tust, als ob du dich enttarnst. Dann guckst du doof aus der Wäsche. Und beim zweiten Versuch, erst da, werfe ich die Palette. Turns out, er geht einfach durch. Ich werde es nochmal so machen. Ich werde nochmal vor der Palette stehen bleiben. Weil er denkt, dass ich dann durch Panik direkt werfe. Aber ich mache nochmal den augenscheinlichen Fehler, nicht direkt zu werfen, weil er denkt, dass ich direkt werfe, aufgrund der vorigen Auseinandersetzung, doch weil ich das nicht tue, bricht er das Enttarnen ab, ist dann peinlich berührt und probiert es im zweiten Anlauf und erst dann werfe ich die Palette. Wir setzen das Mindgame fort, nächste Runde. Auf die gleiche Art und Weise, nur dass es beim nächsten Mal funktionieren wird. Thank you. Wir können es nicht heilen, Chat. Wir haben kein Medikit mit dabei, wir haben keinerlei Heilperks mit dabei, wie es mit der Claudette zwei Runden vorher mal der Fall war. Wir haben Unbreakable, ziemlich gutes Perk. Wir haben Left Behind, ziemlich gutes Perk. Damit sehen wir, wo die Luke ist am Ende. Und wir haben Borrowed Time, auch verdammt gutes Perk zum Retten. Aber wir haben nichts, um uns selbst den Arsch zu retten. Wenn ich hier repariere, schaffe ich es wahrscheinlich nicht bis zur Palette, oder doch? Wurde mich nicht. Oh shit. Habt ihr mich erschreckt? Danke fürs Bestellen. Dankeschön. Oh, da ist er. Okay. Ah, fuck you, als ob das klappt, Bitch. Wir müssen zum Generator, Chat. Kurz anfassen, damit er keine weiteren Prozente verliert. Und jetzt weiter zu unserem Baby-Gen, der eigentlich Hilfe, der viel mehr Prozente hat. Der ist hier hinten.
Nicht gut, dass ich kein Heal habe. Wenn er sich hinter mich setzt, kann er mich sogar einsperren. Hoffen wir einfach, dass wir ihn früh genug kommen sehen, Chat. Er jagt jemand anderes, okay. Hallo, Crow. Down in 2 Sekunden? Hey, ich... Eigentlich ist es ein gutes Mindgame gegen einen Geist, okay? Ist unlucky, dass es nicht funktioniert hat. Bin gespannt, ob er direkt zu uns kommt. Oder ob er erst die Maggie verscheucht. Die hat auch einen Gen, der sehr weit ist. Nein, warte. Die repariert am gleichen Gen wie ich. Whoops. Oh, es ging flott. Oh, oh. Und das war der erste Generator. Ich glaube, es ist GG. Der bringt sich... Oh, alles am Boden. David killt sich. Chat. Truhen suchen in der Hoffnung, dass wir ein Medikit finden, uns heilen und verstecken, um mit Left Behind zu entkommen? Wie hört sich das an? Eigentlich gut, oder? Left Behind ist ein super Perk, um die Luke vor dem Killer zu erwischen. Selbst wenn es ein Geist ist, der mit 200 km/h rumrennt. Lass uns hoffen, dass er hier nicht gerade vorbeikommt und meine Kratzspuren sieht. Kommt er? Inzwischen sind meine Kratzspuren weg. Wir sind safe. Oh, kein Medkit. Taschenlampen funktionieren nicht mehr gegen den Geist. Okay. Suchen wir Survivor, die uns heilen können und die noch nicht wissen, dass wir bereit sind, sie zu verfüttern. Wann heilen wir uns? Wann heilen wir uns? Zu dritt geht's super schnell. Wo rennt ihr hin? Hey, hier. Sie heilt uns voll. Wir dürfen nur nicht interrupted werden. Dann bin ich der Einzige mit vollen HP. Die anderen sind alle dead on hook. Egal, wen er als nächstes aufhängt, die Person wird draufgehen. Oh, das ist fantastisch. Danke. Willst du nicht? Wir tun es, als ob wir den Gefallen zurückzahlen, aber in Wirklichkeit haben wir die anderen schon aufgegeben, zum jetzigen Zeitpunkt. David wird gejagt. Wurde geschnappt. Wird zum Schafott getragen. Alright. Das gibt schlechtes Karma. Die Alternative ist, dass wir draufgehen. Das schlechte Karma müssen wir auf uns nehmen. Geht nicht anders. Die anderen beiden reparieren gerade ganz mutig, aber die werden gleich zerrupft. Die werden zerrupft, Chat. Glaubt mir. Wurden gefunden und werden gejagt. Gleich stirbt die nächste. Sollen wir in den Keller gehen, Chat, oder... I don't know. Ja, wir gehen in den Keller. Wir gehen in den Keller. Nein, wartet. Was macht der Geist? Jagt er noch jemanden, oder versucht er... Geht er lieber die Generatoren ab, weil er ein bisschen übertreibt? Jagt er noch jemanden? Oh ja, tut er, geil. Kaum jemand spielt noch Barbecue und Chili, aber sicher ist sicher.
Jen geht an. Killer kriegt davon Wind. Oh, das Medikit-Chat. Ist das gut für später? Das Grün. Okay. Nee, das ist leer. Wir machen so. TWNHI. Let's go, Chat. Wir haben Aura-Lesefähigkeit. Da vorne ist die Luke. Oh, die ist direkt neben dem Haken gespawnt. Hat er das bemerkt? Unlucky. Okay, das ist ein Problem. Das. Oh, er ist auch hinter mir. Das ist auch ein Problem. Okay. Okay. I don't know. Das ist, Palette hier schon weg. Okay. Haben wir noch irgendwo Paletten übrig? Nee, ne? Hier ist auch nichts mehr. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Da habe ich den einen Charakter, der die Luke sehen kann auf 30 Kilometer und dann spawnt das Ding direkt unter dem Killer, Bruder. Okay, GG. Luke? Gibt es noch den Huckel am Boden, wo die Luke spawnen wird? Ach, wo man ein bisschen wo der Charakter plötzlich nach oben geht, wenn er über die unsichtbare Luke geht. Ich weiß nicht. Das haben sie irgendwann rausgepatcht, oder?